So, Freunde der verrückten Fahrzeuge. Heute war ein Fotograf da, haben wir ein paar coole Fotos gemacht von der Pop24. Ich nutze die Chance gleich mal und mache mal ein Video mit den ganzen Teilen dran und so. Sollte zwar eigentlich etwas aufwendiger werden, das Video mit Fahren und hast du nicht gesehen, aber ziehen wir hier mal schnell Durchlauf durch. Also würde ich sagen, geht gleich los. So, und da ist ja auch schon das gute Fahrzeug. So, hat ja, glaube ich, fast 2 Jahre gedauert, die jetzt fertigzustellen. 100%ig fertig ist er immer noch nicht, kommt ja immer was dazwischen, ihr kennt das. Aber bis zur Messe im Oktober sollte eigentlich alles perfekt sein. Ich mache ein paar kurze Eindrücke hier. Ist eine leicht modifizierte Attack 3 Maske dran, LED. Kotflügel vorne ist ein Tight-Kotflügel, da wurde ziemlich heftig modifiziert mit ihrem Aluminiumhalter. Die Gabel ist übrigens G6RW mit einem Gabelcover von uns, mit dem Strange 2 Gabelcover, das wurde auch modifiziert, wie eigentlich fast jedes Teil. Das Einzige, was nicht modifiziert ist, der Bugspoiler. Bugbendit heißt der, mit einem fast unsichtbaren Halter. Da ist er. Tankcover ist das TC1 Bandit Pop, zusätzlich modifiziert durch ein aufgesetztes Tankcover nochmal, was dann noch verlängert wurde nach vorne, um die Optik noch ein bisschen zu extremisieren. Gibt es das Wort? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Ja, so sieht es auf jeden Fall noch etwas heftiger aus mit dem Tankcover. Höcker SM5 Bandit Pop. Leicht modifiziert hinten für die Schalldämpfer. Und zwar sind das der X55 Dämpfer von Ixiel, beziehungsweise 2 Stück, natürlich auch modifiziert. Hier haben wir ein Y-Stück, dann hier leicht das Rohr verjüngt an der Schwinge. Hinter der Fußrasse lang geführt mit ein paar Buchsen. Ja, Schwinge ist eine Bandit 600 verlängert von uns. 12 cm mit einem Oberzug versehen für die Stabilität und natürlich auch für die Optik. Warum nehmen wir immer Bandit 600 Schwingen? Tja, die sind einfach mal die breitesten. Man bekommt eigentlich am besten den 2-Zähne Reifen rein, der also üblich ist, ohne großartige Modifikationen mit Kettenumlenkung und so weiter. Ihr seht, hier sind wir ganz lockere 4 mm auf der rechten Seite, linke Seite auch. 4 mm zur Kette. Das Kettenrad wurde natürlich weiter rausgesetzt, genauso wie das Ritzel vorne rausgesetzt werden musste. Und zwar ist da ein Versatzritzel verbaut. Hier habe ich ein kleines Fenster eingebaut, da könnt ihr sehen. So, der Rahmen wurde natürlich auch heftig modifiziert, das heißt, der komplette Heckrahmen wurde abgeschnitten. Hier wurde das wieder verschlossen. Das sieht ziemlich schlimm aus, wenn man das abschneidet. Man kriegt erstmal Schreck und denkt, das wird nie wieder was. Ja, Sitzbank wie immer von unserem super duper Ostblechpolster Polsterer. Ja, natürlich Lachgasflasche verbaut, beziehungsweise die komplette Lachgasanlage verbaut, und zwar eine Trockneranlage. Wird ganz einfach hier im Cockpit, die Kontrollleuchte zeigt das dann an. Ja, die ganzen Kleinigkeiten gehe ich jetzt nicht drauf ein, wie Lenker und Tau und so weiter. Hier unten ist dann der Schalter. Machen die ganze Geschichte an. Da leuchtet hier die Lampe. Wenn die leuchtet, ist die Anlage scharf. Muss man natürlich aufdrehen. Momentan ist die Flasche leer. Und über die Lichthupe, hört ihr gleich, wird dann das Relais geschaltet. Was das gute Nitrooxid in den Zylinder reinballert. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt auf die Details nicht ein, das ist einfach zu viel. Kommt vorbei zur Messe, guckt euch das Teil an. Streetfahrermesse, 3. Oktober geht's los. Kommt vorbei, guckt es euch an. Oder kommt bei mir im Laden vorbei.
in 99638 Kindelbrück in Thüringen. Ruft vorher an, guckt auf unsere Webseite streetmachines.net oder guckt in unseren WhatsApp-Shop, da findet ihr auch alle Sachen. Gut, würde ich sagen, was erstmal. Wenn ihr euch immer fragt, wo ich die coolen Klamotten hier habe, wie Mütze, T-Shirt und so weiter, das findet ihr alles in unserem Shop, im WhatsApp-Shop oder auf unserer Seite, wie gesagt, streetmachines.net. Kriegt ihr alle Sachen, natürlich auch alle anderen Teile, Höcker, Tank, alle GFK-Teile, Taro und so weiter, Blinker, Rücklicht. Alles was es gibt, alles was Herz begehrt, guckt vorbei und jetzt gibt es noch ein kleines Abfahrtsvideo. So Freunde, auf geht's! Ja.